Hello everybody, I am from Germany, I am a Let's Player. Spaß beiseite, warum rede ich Englisch, ja. Mein Name ist Tiger the Jack und wir waren letztes Mal stehen geblieben beim den Götterstatuen und wir gehen jetzt dahinter. Jetzt muss der Sound über die kompletten Inseln da. Diese Götterstatue sieht so aus, als fehle etwas an ihr. Wir nehmen unseren Käse. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber diese Götterstatue ist noch kitschiger als sonst. Dann holen wir unser Windrad. Aha! Interessant. Seltsam. Oh, ich verstehe. Das müsste, glaube ich, das hier sein. Interessant. Ich weiß es nicht. Ich tippe von der Mundform. Will ich den tippen, ehrlich gesagt. Nase? Ist diese und Augen... aber da stimmt es wahrscheinlich nicht wegen dem Mund. Und wir haben den zweiten runter. Oh, Santa Maria Conchita Alonso. Ich wusste, ich hätte heute meine Kaki-Hose tragen sollen. Ah, das muss der Wind sein, bei dem man sich das Tragen kurzer Hosen nochmal überlegen sollte. Freiwut! Oh. Sie mischen sich in Sachen ein, die Sie nie verstehen werden! Und was ist daran neu? Ah! Was für ein Miesepeter! Hat er recht. Und ich schaue schnell in die Lösung wegen unserer letzten Götterstatue. Wir haben eine Windstatue vergessen. Und um die kümmern wir uns schnell. Nämlich die an der Windmaschine. Sein Arzt ist langsam nervig. Der findet es lustig, mit so einem aufgeblasenen Gewehr uns dauernd hinzuschießen. Das hätten wir als erstes machen müssen. Aber nein! Ich vermute, ich habe nicht das getan, was ich wohl hätte tun sollen. Gut, uns fehlt noch der Mund. Das können wir schon wegnehmen. Ah! Der Nase liegt es auch noch. Aber jetzt muss es stimmen. Dann schießt uns der Stab hinter den Mund. Wir haben die dritte Götterstatue eingelegt. Hey! Das müssen die Götter des Windes sein, die einem den Hut vom Kopf fegen. Keine Spur vom Marquis. Gut, das ganze Geballer hat mir schon Kopfschmerzen bereitet. Gott sei Dank, mir bereits nämlich auch so Kopfschmerzen. Und... wir haben inzwischen nur noch eine Götterstatue. Und ich werde das Video durchlaufen lassen. Und wir sehen uns bei der nächsten Götterstatue. Okay, dann wollen wir mal herausfinden, wie die letzte Windgötterstatue funktioniert und dann nichts wie... Freibude!
Oh Mann. Und was ist jetzt? Und was jetzt? Jetzt, mein nerviger Pirat, übergeben Sie mir diesen antiken Leverometer. Ich stelle die ursprüngliche Saugkraft der Wind wieder her und Sie begleiten mich dann in mein Labor, damit ich mit diesen spitzen Stücken der Wissenschaft fein säuberlich Ihre Hand abtrennen und studieren kann! Leverometer? Das Ding mit dem Seepferdchen darauf. Oh, ja, ich glaube kaum, dass ich dir das gebe. Glücklicherweise ist des Singes Gewehr so erbärmlich wie der Mann, der es gebaut hat. Ist denn das gut, was machen wir nehmen? Ich verstehe das nicht. Wir werden es ja sehen. Und auch mit Druck. Bist du noch da? Was denken Sie denn? Schaut, es ist König Ludwig. Hey, hinter dir! Da ist König Ludwig der XII. Mein Lehnsherr, ich dachte, ihr seid tot! Und wir werfen ihm das U-Tub auf den Schädel. Ich glaube nicht, dass Ihnen mein YouTube-Angebot gefallen würde. Was war denn das für ein Furzgeräusch? Keine Ahnung. Hör auf, so wild mit dem Gewehr rumzufuchteln. Ich muss mich um die Winde kümmern. Nicht so eilig, bedeutungsloser Pirat. Sacre merde. Ja. Künstlerpech. Au! Au! Würde ich gern, aber ich glaube, dass The Singe nicht die richtigen Schlitze hat. Und wir benutzen unseren Stab jetzt. Das wird mir zu wissen. Nichts. Au! Würde ich gern, aber ich glaube, dass The Singe nicht die richtigen Schlitze hat. Also, ich werde jetzt da probieren. Und wir sehen uns im nächsten Part, dem vorletzten Part von Let's Play Tales of Monkey Island Kapitel 1.